So, Hallöchen, da sind wir dann auch schon wieder und live im Let's Play dabei. Seiner neuen Aufnahme Minecraft Let's Play und hallo Kumpel. Sag mal, Willi, war das Gras hier schon Hallo. immer so grau? Wahrscheinlich, weil wir jetzt hier die, wie heißt das? Standardtextur nehmen. Ja, aber die hatten wir letzte Woche auch drin und ich meine, das Gras war grüner. Dass das Gras grüner wird? Ja, habe ich zumindest. Ich spüre es quasi im Urin. Was für ein Biom ist denn das hier? Eine Wüste, würde ich sagen, war Und ja, das. eine Düse, da ist das normal, dass das Gras so dunkel ist, gräulich. Aber so extrem grau? Naja, vielleicht haben sie da was geändert, ohne es in die Patchnotes zu schreiben. So, was machen wir heute? Wir bauen ein zweites Städtchen. Wie gesagt, wir bauen jetzt uns von Berg zu Berg weiter. Und der nächste Berg, das wird der hier. Lang, Schön, spitz, schön. dünn. Und ich finde, wir beginnen erstmal ab, das Ganze hier mal so ein bisschen zu ebnen. Ah, Twilly Okay. fängt schon an. Habe ich eine Schaufel dabei? Ja. Ja, habe ich. Holzschaufeln. Wieso habe ich denn so. Ach ja, stimmt, wir waren ja Lehm holen. Und dann bauen wir hier ein nettes kleines Städtchen drauf. Für die Mauern werden wir diesmal Heuballen benutzen. Denn man kann sie ab Ja, sofort die sind craften. neu. Und ihr werdet niemals erraten, wofür die Heuballen eigentlich da sind. Zierobjekt. Butter für die. Ach ja, stimmt, das soll ja auch gehen, genau. Zuerst sind die Pferde ziemlich wählerisch und dann können sie von Heu nicht genug bekommen. Ja. Sag dir, das sind alles Brownies, die bei Minecraft. Sag Naja. doch nur, dass man die Ponys einbaut. Ja, im Endeffekt, Ponytexturen werden garantiert irgendwann kommen. Die sind wahrscheinlich schon längst im Umlauf. Naja. Was ist denn los? Wieso ist meine Maus heute so langsam? Mal Fackeln hinstellen, damit wir auch Ruhe vor Monstern haben. Wiederum deine Maus. Ja, irgendwie schon. Wo ist Für eigentlich meine zweite Gesundheit. Maus? Danke. Keine Ahnung, wo meine Katze ist. Tilly? Das gibt's doch Da nicht. gibt es in ihrem Baum. Nee. Naja, wird schon irgendwo sein. Ich hatte sie eigentlich hier eingesperrt, dachte ich. So, und jetzt am besten den Dreck auf den Vorsprüngen verteilen, sodass wir hier ein bisschen mehr Platz kriegen. Eine Reihe Genau. freilassen, da kommt dann hinterher der Heuwall hin. Eine Reihe freilassen hier. Nee, eine Reihe zum ganz außen hin, dass wir da noch einen Heuwall irgendwie drauf machen können. Ach so, da wo du jetzt bist. Oh, okay. Ich guck mal ganz kurz, wo meine Katze ist. Ach, da ist sie ja. Ach Gott, da kommt sie angeschlichen. Ja, hab dich doch gern. Ich hab dich nicht gesehen, mein Gott, wo warst du? Oh, heute ist der Heuschnupfen mal wieder ganz extrem. Aber mir geht's noch. Da freut man sich doch nachher auf die Dunkelkammer. Oh, schon meinen ganzen Dreck verbaut. Ah, schön klimatisiertes Kino. Oh ja. Hab eigentlich So. gedacht, ich würde dir den Vorschlag machen, dass wir vielleicht mal ins Müllheimer-Kino gehen. Aber wenn du gesagt hast, Lena kommt zum Zentro, Ja. dann ja. Naja. Außer wer will schon nach Mülheim? Hey. Sind doch besser als Schrottrop. Habt ihr überhaupt ein Kino? Naja, es ist neuerdings ein Puff. Aber wir hatten mal eines. Das wiederholst du jetzt bitte noch einmal. Es ist neuerdings ein Puff. Aber wir hatten mal eines. So viel zur Kultur im Bottrop. Naja. Guck mal ein paar Fackeln. Ja, und ich gehe mal Weizen ernten. Denn das wird jetzt ja erstmal unser neuer Hauptdarsteller sein. Weizen. Unendliche Körnigkeit. Und pass bitte auf, dass du wirklich massiv baust und nicht irgendwie so schwebende Flächen in der Luft, bitte.
Das sieht von Weitem immer schäbig aus. Noch Ansprüche stellen hier. Ja, das ist meine Let's Play-Welt, das ist die Vorzeigewelt. So, schön. So, wir waren schon lange nicht mehr auf den Weizenfeldern. Die werden sich bestimmt freuen, uns wiederzusehen. Wo waren die nochmal? Ach ja, da vorne. Ach, habe ich jetzt das Kätzchen geweckt? Jetzt turnst du hier rum? Nee, doch nicht. Oder doch? Ja, ich gehe mal in der näheren Umgebung gucken, ob ich ein bisschen Kohle finde. Falsche Taste. Ja, da sollte noch genug rumliegen. Du hörst dich überhaupt nicht gut an. Ich weiß, so fühle ich mich oft. Au, au, haufenweise Johans, rief Ja, du solltest auch anweisen. im Dunkeln nicht so durch die Gegend rennen. Ich dachte, als du nähere Bin das Umgebung klar? meintest, dachte ich, du durchwühlst meine Kisten nach Kohle. Nein, denn die Kisten, die da bei dir sind, die sind Kohlefrei. kohlefrei. Ach so. Ja. So. Das wird jetzt nicht gerade eine spannende Folge, weil wir hier einfach mal die Weizenfelder abernten, um dann Heuballen zu haben. Oh, hier habe ich 13 Kohle. Und je nachdem, wie viele da rauskommen, entscheide ich, was wir damit machen. Wenn es zu wenig ist, dann bauen wir einfach nur die Dächer aus Heuballen und die Wände aus Lehm, die Mauern. Ah, wird bestimmt schön Oh, aussehen. wartet mal kurz. Na, lassen wir's so. Hast du ein Problem? Ja, ich hatte die Musik an. Lag wohl daran, weil ich Minecraft einmal komplett neu aufgezogen habe. Ein bisschen habe ich mich von Altlasten befreit. Ach ja, das wollte ich auch noch sagen. Den Bin-Ordner kannst du jetzt auch komplett löschen. Ah. Der wird gar nicht mehr gebraucht jetzt. Ach ja, stimmt, dieses Ding. Ist das nicht schön, endlich mal wieder hemmungslos Weizen zu ernten? Vor allem hemmungslos. Oh ja, so richtig so, ne? Wenn du sowas sagst, dann kommt mir das irgendwie pervers vor. Ja, wir prügeln den Weizen hemmungslos aus der Erde raus. Nein, du bist so brutal. Oh Gott. Und für alle, die Oh. meinen, das klingt falsch, ja, das tut es. Gut ist das. Kumpel. Vielleicht findest du auch ein Pferd in der Wildnis, vielleicht spawnen sie ja endlich irgendwo. Das ist übrigens unser nächster Auftrag dann. Erstmal werden wir jetzt ein bisschen Weizen ernten. Und danach werden Twilly und ich in zwei unterschiedliche Richtungen loslaufen. Schlechte Idee. Twilly hat keine Orientierung. Werden wir beide in die gleiche Richtung loslaufen. Und zwar in den Sumpf, den wir ja schon alle kennen. Und werden dort Lehm ernten. Ja, vielleicht sehen wir sogar eine Hexe. Jo. Vielleicht beehrt sie uns mal. Na, und hätte ich jetzt die Minecart-Strecke fertig dorthin, die wir ja angefangen haben zu bauen, wo ihr alle am Rummeckern wart, ah, das ist stinklangweilig, dann könnten wir jetzt einfach hinfahren. So müssen wir Ja, laufen. seht ihr, Leute, seht ihr? Es ist alles nur eure Schuld. Ich war generell für die Minecraft-Strecke. Weil er generell lauffaul ist. Ja, das auch. Oh, Diamantaxt und 3 Smaragde gegen eine Diamantaxt mit Effizienz und Haltbarkeit 1. Das geht. Ja.
Mal gucken, ob wir da oben auch so schnell einen Glotzkopf kriegen, wie ich gestern in meiner Stadt. Meinst du die Klotzköpfe, die du da hast? Also ich weiß nicht, wie die sich so schnell vermehren konnten. Es waren mal zwei NPCs. Oh ja, vielleicht, weil es keine Geburtenkontrolle in Irulien gibt. Ja, mein Gott, deshalb bauen wir ja an. Wir expandieren. Wir sind wie China. Menschen sind Rohstoffe. Menschen nicht generell Rohstoffe oder Vieh Ja, für die in Wirtschaft jeder generell. Hinsicht. Die Wirtschaft behandelt uns ja auch so, als wären wir Rohstoffe. Ein Mensch wird ausgebeutet, bis er nicht mehr kann, und dann geht er mit 30 in den Vorruhestand, weil er kaputt ist. Stirbt mit 45. Ja. Darüber Das habe ist ich. das, was ich gestern gemeint habe. Ja. Darüber habe ich gestern, glaube ich, mit Ich Dragonfly, diskutiert sogar noch. gar nicht wissen, was sie eigentlich sind. Naja. Gibt es irgendwelche bestimmten Bedingungen für dieses Dorf oder kann man frei nach Schnauze bauen? Lehm hatte ich ja gesagt. Ja, Lehm. Lehm und Okay. Heuballen wären ein Thema. Was beides gut zusammenpasst, denn Lehmziegel wurden ja früher auch aus Stroh gefertigt. Wenn man sich ans alte Ägypten erinnert. Ach ja. Das Stroh musste in den Lehm gestampft werden, damit der Lehm dadurch fester wird. Daher passt das eigentlich auch ganz gut. Ja, ein Haus aus Lehm und Stroh. Wer hätte das gedacht? Sowas mal in Minecraft gibt. Nee, denn Dragonfly hat ja momentan auch auf der Arbeit ein bisschen Stress. Ich Oh, weiß nicht, was ob hat ich er das so denn? sagen darf. Nee, es geht um Urlaubstage. Angeblich fehlen Ah. ihm 0,1 Urlaubstag, damit er die komplette DM-Woche freinehmen kann. Ach, herrje, oh ja. Ja, von sowas kann ich ein Liedchen singen. Ah, vor allem 0, Mensch. irgendwas. Ja. Das ist sowas von beschissen. Lächerlich ist das. Dasselbe war ja bei dir, wegen als Ari die Woche kam, dass du da nicht frei bekommen hast. Ja, das ist lächerlich gewesen. Ja, es ist Ja, zum Teil. wobei bei mir ist es ja wegen dem 1-Euro-Job und ich muss meine 20 Stunden die Woche. Ich will mich nicht beschweren, sagen wir Ja, so. aber ich meine, wozu kriegst du dann überhaupt Urlaubstage, wenn du sie nicht nutzen kannst? Muss ja an zwei verschiedenen Stellen das Okay holen, oder? Ja. Und wenn eine Stelle davon schlechten Sex hatte, kriegst du keinen Urlaub. Jein, wenn meine Beraterin beim Sozi-Amt sagt, sie kriegen keinen Ah. Urlaub, das können wir nicht machen, dann kriege ich keinen. Ach so. Also wenn die schlechten Den Sex hat. Leuten, den Leuten da beim Betrieb, denen ist das scheißegal, ob wir da sind oder nicht. Naja, die müssen euch ja eh nur irgendwie beschäftigen. Ja. Irgendwie wären wir das als Betrieb zu blöd, euch da irgendwie mit irgendwelchen, in Anführungsstrichen, Noob-Aufgaben zu beschäftigen, nur damit der Staat glücklich ist. Na Ich meinte, wie okay, wir uns fühlen. glaube ich. Ich meine, wenn ihr wenigstens noch was Gescheites machen würdet. Aber wenn du so erzählst, die meiste Zeit sitzt ihr nur rum. Oder fegt Laub von einer Ecke in die andere. Ja, also das sind Aufgaben, die man nicht mal einem Ja. Praktikanten, wohl gerade einem Praktikanten gibt. Ja, so wie Lilly bei Harveys neue Augen am Anfang. Schön das Laub von einer Ecke in die andere fegen. Oh ja. Ah, ein schönes Spiel. Oh ja. Harveys neue Augen. Ja, aber ich find sowas lächerlich. Dann soll man die Leute doch gleich in Ruhe lassen. Wenn man keine richtige Arbeit für die hat. Einfach nur, um sie Ja. irgendwie zu unterhalten. Es geht einfach nur um die Ja. Statistik. Es geht um die Statistik, das weiß ich, aber die Statistik ist in dem Fall Schwachsinn. Das Statistische Bundesamt für Statistik sagt dir was anderes. Ja, das weiß ich, aber dieses Statistische Bundesamt für Statistik habe ich eh gefressen. Den habe ich ja die. Was für ein schweres, was für ein Oh. Zungenbrecher, ey. Naja, aber ich sag mal, die waren ja letztes Jahr im Dezember bei mir. Wegen einer Umwurf, wegen hier Meinung und Bürgerbefragung.